Ja gut, dann fangen wir an. Herzlich willkommen an die kleine Runde, die da ist, zum 13. Tech Talk jetzt. Und wir wollen heute so ein bisschen über iOS Security und Insecurity reden. Also Sicherheitsmechanismen, die Apple in sein mobiles Betriebssystem iOS eingebaut hat. Da gibt es ein paar Sachen, die sehr interessant sind und Sachen, die auch sehr gefährlich sind, wenn man denn einen Bug da drin findet in diesem Code, vor allem was XMU den Kernel-Code angeht. Kurze Outline, wir schauen uns am Anfang den Bootchain von iOS an, um dort anzufangen, wo das Gerät auch anfängt. Machen dann noch einen kurzen Ausflug in die iOS-Architektur, also wie das Ganze aufgebaut ist, der Kernel an sich. Kommen dann zu, wie ihr seht, zu so coolen Namen wie Mandatory Access Control Framework oder Apple Mobile File Integrity. Das werde ich dann ein bisschen ausführen. Schauen uns auch Code Signing an, Sandboxing, also alle Maßnahmen, die Apple getroffen hat, um zu verhindern, dass irgendwas schief geht, dass irgendwelche Viren da drauf kommen oder das, was manche wollen sogar, nämlich einen Jailbreak, zu dem wir dann am Ende kommen, wie das Ganze funktioniert und was man da für Bugs ausnutzen kann. Hier sehen wir kurz eine Übersicht Security Features und Exploits und Jailbreaks, die es ab iOS 6 gab. Ich habe jetzt nicht die davor mit aufgenommen, weil das sind unzählige. Es sind auf jeden Fall mehr Exploits und Jailbreaks gewesen, als es Security Features im System überhaupt gibt. Und um dort anzufangen, wo jedes iOS-Gerät anfängt, schauen wir uns kurz die Bootchain an. Da steht ganz am Anfang die sogenannte Boot-ROM. Wie der Name ROM schon sagt, ist read-only, ist fest in der Hardware verankert und Apple kann die mit Firmware-Upgrades, also einem iOS-Upgrade, nicht updaten. Also wenn in diesem Stück, in diesem kleinen Stück Hardware irgendwo ein Fehler drin ist, dann kann man den, solange wie dieses Gerät existiert, egal wie viele Updates gemacht wurden, ausnutzen. Diese Boot-ROM versucht dann den LLB, den sogenannten Low-Level Bootloader, zu laden. Der ist genau wie iBoot und der Kernel bis iOS 10 selbst verschlüsselt. Deswegen muss man den erstmal entschlüsseln. Also in jeder dieser Teile dieser Kette muss eine Entschlüsselung vorgenommen werden. Dann wird der Low-Level-Bootloader geladen. Der kann im Gegensatz zum Boot-ROM mittels eines iOS-Updates aktualisiert werden. Es wird ganz normal über die Firmware gemacht, führt dann auch weitere Setup-Aufgaben durch. Das ist vor allem alles sehr hardware-nah in dieser Boot-Chain. Der versucht dann wiederum iBoot aus dem Flash zu laden. Wenn iBoot nicht da ist, genauso wie wenn der Low-Level-Bootloader nicht da ist, switcht das Device in den DFU-Mode, also den Device-Firmware-Upgrade-Mode. Das ist zum Beispiel, wird durch iTunes provoziert, wenn ein Backup eingespielt wird oder wenn ein Update gemacht wird, dann geht das Device in diesen DFU-Mode und dort kann es dann diese Bootchain-Sachen updaten. Ja, dann wird iBoot geladen, genauso indem es jetzt erstmal entschlüsselt, weil iBoot selber auch verschlüsselt ist, einfach um zu verhindern, dass wir da irgendwie Disassembly aufmachen können und uns anschauen können, wie das Ganze überhaupt funktioniert. iBoot selber macht wieder etwas, nämlich lädt dann den Kernel, aber nicht einfach nur den Kernel als Binary, sondern den Kernel als Kernel Cache, also ein Prelinked Kernel. Denn der iOS-Kernel ist zwar Open Source mit dem Namen unter dem Namen XNU, es gibt aber ganz, ganz viele private Kexts, also Kernel Extensions, die von Apple natürlich privat gehalten werden, da dort die meisten Security Features drin sind. Hier kommt auch noch ein Ding, was ich später nochmal genauer erläutern werde, nämlich KASLR. Und das ist eine Security Mitigation von Apple, die dafür sorgt, dass der Kernel selbst immer wieder an einer anderen Adresse im Speicher geladen wird. Denn wenn wir vorher wissen würden, an welcher Stelle der Kernel wäre, könnten wir den einfach patchen. Jetzt mal ausgenommen, wir haben keine Sandbox, wir könnten direkt patchen, weil wir wissen, an welcher Stelle der Kernel jedes Mal geladen wird. Und so hat er immer wieder eine andere Base Address, die geladen wird. Also wir können im laufenden Systemzustand nie wissen, wo der Kernel geladen ist. Da gibt es natürlich dann auch Möglichkeiten, das zu umgehen, das sehen wir dann gleich. Dann wird als nächstes der Kernel geladen. Wie schon gesagt, XNU, das ist der Darwin-Kernel, also Darwin, das Kernbetriebssystem von iOS und macOS, plus Apples private Kexts, also die Kernel-Extensions wie zum Beispiel
das MacF-Framework oder Amphi. Der kann auch mittels iOS-Update aktualisiert werden, wie alles außer die Boot-ROM. Ja, wie schon gesagt, benutzt dann diese diversen CACs wie Apple Mobile File Integrity. Bei macOS kam noch System Integrity Protection dazu. Da gibt sich Apple immer sehr interessante Namen, um zu verschleiern, dass es eigentlich eine relativ einfache Taktik ist am Ende, um irgendwelche Sachen zu verhindern. Ganz kurz nur zur iOS-Architektur. Es besteht aus 4 Schichten sozusagen. Einmal der User Experience Layer, da haben wir Springboard und Spotlight. Spotlight gibt es auch bei macOS. Das ist diese kleine Suchbar, die man mit Command-Leertaste aufmachen kann. Und Springboard ist so der eigentliche Homescreen. Also da werden Icons geladen, da wird die Anordnung der Icons auch in einem bestimmten P-List-Format, dieses Property-List-Format von Apple gespeichert. Also das ist so der ganze Homescreen eigentlich. Wird wiederum auch von dem Launch-Daemon geladen. Also Daemons gibt es genauso in iOS wie auch in Linux. Sowas wie Background-Services, die ganze Zeit als Tasks im Hintergrund laufen. Dann das Application Framework Layer, da sind die APIs drin, die jeder iOS-Entwickler, der normale iOS-Entwickler benutzt, zum Beispiel hier Cocoa Touch bei iOS, auf macOS ist es nur Cocoa. Dann eine Schicht tiefer haben wir die Core Frameworks und da gibt es mehr als dastehen auf jeden Fall, zum Beispiel OpenGL, QuickTime. Dann gibt es noch das normale Core Framework, das hat so ein Präfix CF, da sind zum Beispiel die wichtigsten Datentypen drin, CF-String, ist am Ende wie eine libc-Adaption nochmal. Dann eine Schicht drunter ist Darwin, das Kernbetriebssystem, was im Betriebssystem iOS und macOS vorkommt. Das besteht aus dem Kernel, also XNU, und einem Unix-Shell-Environment. XNU besteht aus Mach und BSD. Mach ist ein Microkernel, der von einer Universität in Kalifornien entwickelt wurde. Und BSD kennen wahrscheinlich die meisten. Gibt es auch noch in freien Distributionen davon. Mach kenne ich nur macOS und iOS, die diesen Microkernel wirklich einsetzen. Ist übrigens auch Open Source, kann man sich auf GitHub anschauen, den Darwin XNU-Kernel. Der ist schon ewig Open Source, das ist aber nicht Open Source, weil Apple so nett ist und Open Source toll findet, sondern weil sie es müssen, weil da drin der BSD-Kernel-Code verwendet wird und Mach-Kernel-Code. Deswegen müssen sie das auch Open Source machen. Seit letztem Jahr stehen da drin auch ARM64-Code-Dateien, die Apple bis vor einem Jahr verhindert hat, da reinzubringen. Also theoretisch könnte man mit diesem Kernel-Code den Kernel komplett kompilieren, auch für ARM-Geräte. Hier sehen wir nochmal eine kurze Übersicht über Darwin an sich. Die wird man so nicht in der Apple-Dokumentation finden, denn die Dokumentation von Apple, wie vielleicht einige wissen, versucht entweder viel von dem technischen Hintergrund zu verstecken. Deswegen hier ein kleines bisschen detailliertere Übersicht aus einem Buch von Jonathan Levin, macOS X und iOS Internals, sehr zu empfehlen. Da sieht man auch gut diese Aufsplittung zwischen BSD-Kernel und Mach-Microkernel. Die teilen sich wichtige Elemente eines Betriebssystem-Kernels, was zum Beispiel Interprozesskommunikation angeht oder Virtual Memory Verwaltung, Scheduling, was ein typischer Betriebssystemkernel halt macht. Und jetzt, wo wir so einen groben Überblick über die iOS-Architektur haben, macht der Kernel noch was anderes, und zwar macht er das mit privaten Kernel-Extensions, die man nicht so im Code findet. Das ist zum einen KSLR, also die Kernel Address Space Layout Randomization. Vielleicht hat jemand von diesem Intel-Bug gehört, der jetzt gerade aufgekommen ist. iOS läuft natürlich nur auf ARM-Geräten, aber trotzdem ist das gleiche Funktionsprinzip, was dort umgangen wird. Dann haben wir die Kernel Patch Protection. Die sorgt einfach dafür, indem sie bestimmte Segmente der eigenen Kernel-Binary beobachtet, sorgt dafür, dass man halt nicht einfach irgendwelche Sachen rauspatchen kann aus dieser Kernel-Binary. Der Kernel-Code ist außerdem lesbar und ausführbar, aber nicht beschreibbar, sodass wir den Code an sich nicht ändern können im laufenden Zustand. Die Kernel-Data, im Prinzip der Heap des Kernels, ist dafür nicht ausführbar, denn sonst könnten wir einfach irgendeinen Shellcode in den Heap stecken und den ausführen.
geht nicht. Es wird außerdem noch eine Kernel Address Space Separation vorgenommen. Das heißt, sieht man dann auch gleich später nochmal ein bisschen besser, da wird einfach der, wenn wir im Kernel Mode, es gibt ja User Mode und Kernel Mode, wenn wir im Kernel Mode sind, wird der komplette User Address Space rausgemappt. Das heißt, vom Kernel aus kann ich keine Adresse des User Space aufrufen. Wenn ich dann irgendwie einen Zeiger habe, der auf eine User Space Adresse aus dem Kernel Mode rauszeigt und den dereferenziere, dann kriege ich eine Kernel Panic. Also schützt sich einfach selber vor einem Zugriff auf irgendwie schadhaften Code, sage ich mal. Außerdem werden die Kernel-Adressen auch noch verschleiert, also nimmt man so Obfuscation, was es auch für ganz normalen Code gibt. Das macht er mit Adressen, wenn zum Beispiel, wenn es sich nicht verhindern lässt, dass Adressen aus dem Kernel, die auf den Adressbereich des Kernels zeigen, in den User Space gegeben werden, könnten wir mit diesen Adressen einfach wissen, wo der Kernel ist. Man kann das dann durch ein Disassembly herausfinden. Geht aber nicht, weil er diese Adressen einfach verschleiert, weil wir brauchen die eigentlich nicht, aber in manchen C-Strukturen in diesem Code, in diesem XNU-Code, sind die halt drin und die kann man nicht einfach rausnehmen. Dann gibt es noch Stack Canaries und Heap Canaries. Sehen wir auch gleich nochmal. Da wird einfach ein kleines Stück in den Stack reingesetzt und wenn dieses Stück überschrieben wird, dann kriegen wir eine Kernel Panic. Aber sehen wir gleich nochmal ein bisschen genauer. Ja, KSLR wurde in iOS 6 eingeführt, davor gab es sowas gar nicht. Da ist der Kernel immer an derselben Adresse geladen worden, nämlich an dieser Adresse hier. Und das ist auch die Adresse, der Adressbereich, der jetzt genutzt wird, und zwar von da bis da in einem 64-Bit-System. Hat man eine Entropie von 8 Bit. Das hat, haben diese netten Leute hier herausgefunden. Hier seht ihr auch nochmal den Link, wer den nachher noch haben will. Jung und irgendwas. Es gibt dadurch aber nur 256 mögliche Ladeadressen des Kernels. Das heißt, es ist gar nicht so schwierig, einfach mit einer Brute-Force-Attacke herauszufinden, wo denn der Kernel liegt. Dadurch, dass wir auf einem 64-Bit-System sind, ist der Adressbereich natürlich trotzdem relativ groß. Die möglichen Ladeadressen sind immer 2 MB voneinander entfernt. Und hier seht ihr noch kurz die Formel. Dann nimmt man einfach die Formel, mit der dieses KSLR umgesetzt wird im Code. Man nimmt einfach die Base-Adresse und addiert dazu diese 2 MB dazu und multipliziert diese 2 MB, die es voneinander entfernt sein kann, mit einem zufälligen Byte, was aus einem SHA-1-Hash gewonnen wird, plus 1, weil dieses zufällige Byte könnte ja auch 0 sein, deswegen plus 1 einfach noch. KSLR kann man umgehen. Hat man im Dezember gesehen, da hat Ian Beer von Google Project Zero, das ist so ein ist von Google so ein Projekt ins Leben gerufen, wird auch von Google finanziert. Die haben in letzter Zeit komischerweise sehr viele Apple-Bugs gefunden. Kann sich jeder dabei denken, was er möchte. Was brauchen wir? Wir brauchen einen Info-Leak, um KSLR zu umgehen. Das heißt, der Kernel muss uns einen Pointer zurückgeben. In diesem Pointer, wenn ich den dereferenziere oder einfach nur die Adresse sehe und die auf eine bestimmte Address-Range, die halt der Kernel nun mal benutzt, mappe, sehe ich, ob es sich im Kernel befindet. Und dann kann man an bestimmten Punkten herausfinden, an Methodennamen zum Beispiel oder an Strings, die in der Binary zu finden sind, wo ich im Kernel bin. So kann ich immer die Base-Address herausfinden. Die Frage stellt sich, wo findet man so einen Bug? Und in diesem speziellen Fall war es halt in einer Kernel-API, die dafür zuständig ist, eben diese Info-Leaks, die dazu führen, dass man KSLR umgehen kann, entdecken sollte. Das heißt, diese Methode, Process PID List U Pointers, also User Pointers, prüft für eine bestimmte Process-ID, ob es irgendwelche Kernel-Pointer gibt, also Pointer, die in den Kernel-Space zeigen, ob es welche gibt, die in den User-Space geleakt wurden. Das heißt, diese Methode sollte eigentlich verhindern, dass wir KSLR umgehen können. Jetzt können wir KSLR umgehen. Okay, das sieht man wirklich sehr schlecht. Ich kann es einfach mal kurz erklären, was die macht. Und zwar diese Process PID List User Pointers Methode bekommt einen Buffer von uns und eine Buffer Size. Und die Buffer Size wird dann nochmal dividiert durch 8. Da wird aber nicht geprüft, ob, hier habe ich es nochmal stehen. Die muss laut Code nicht 0 sein. Ja, danke. Diese Buffer Size Modulo 8 muss laut Code nicht 0 sein. Das heißt, wir können da einen Rest haben. Wenn wir zum Beispiel der Buffer Size eine Größe 15 übergeben,
dann wäre diese Count-Variable, die zählt, wie viele User-Pointers am Ende da sind, geleakt worden, 1. Aber dann haben wir noch 7 Bytes übrig, weil in diese 15 Bytes ja nur ein UINT64-Type reinpasst, also ein Integer, der 8 Byte lang ist. Das wird dann alloziert im Kernel. Es gibt auch noch einen Overflow-Check, aber der ist natürlich nutzlos, weil es ist kein Overflow, denn wir geben eine Buffer-Size mit, die kleiner ist als die für den Pointer gebrauchte Größe. Also außerdem haben wir kein Vielfaches von UINT64-Types, aber das ist erstmal egal. Genau. Ja, es schadet, ich weiß nicht, ob man den Code jetzt besser sieht. Das ist der Exploit, der von Ian Beer direkt umgesetzt wurde. Das hat er ein kurzes POC hochgeladen auf diesem Google Project Zero Bugboard. Er macht im Prinzip genau das. Er gibt einen Pointer, also er iteriert einmal durch über alle Process-IDs von 1 bis 1000 oder von 0 bis 1000 und gibt dann immer ein Byte weniger mit. Das heißt, man hat immer einen Rest, das heißt, es werden immer 7 Bytes geleakt. Und über diese 7 Bytes, die reichen schon dafür, um irgendwie den groben Adressraum des Kernels wieder zu bestimmen. Gut, dann haben wir noch das KPP, die Kernel Patch Protection. Die wurde in iOS 9 auf allen ARM64-Geräten eingeführt. Wie ich vorhin schon gesagt habe, sucht die nach Veränderungen in bestimmten Sektionen der Binary. Hier im Prinzip Text und Data Constant. Und wenn sie verändert wurden, dann löst sie einfach eine Kernel Panic aus. Pangu 9 war ein Jailbreak. Die haben KPP erfolgreich gepatcht, also Pangu 9, iOS 9. Die haben KPP gepatcht, indem sie einfach die MacF-Policy von AMFI umgangen haben. Was MacF und AMFI ist, sehen wir jetzt auch gleich noch. Es gibt noch Kernel-Stack-Cookies und die wurden auch in iOS 6 eingeführt. Da hat Apple wohl irgendwann gemerkt, dass ihr System wirklich unglaublich unsicher ist und so leicht irgendwie zu exploiten war, dass man dann ganz viele Sachen eingeführt hat in iOS 6. Zum Beispiel Kernel-Stack-Cookies. Die sollen schützen von einem Stack-Buffer-Overflow. Denn bei einem Stack-Buffer-Overflow versucht man mit wenn man einen Buffer übergibt in einer Methode, einfach ganz viel reinzuschreiben, zum Beispiel, keine Ahnung, der Buffer hat eine maximale Größe, der wird nicht nochmal geprüft, ob der Buffer nicht doch größer ist, als er sein sollte, und dann schreibt es halt einfach immer weiter in den Stack rein. Und wenn da dieser Cookie liegt, dann wird der Cookie überschrieben. Dieser Cookie ist einfach nur ein Wert, der wird mit einem anderen Wert geprüft über eine bestimmte Methode im Kernel. Und wenn dieser Wert nicht mehr der gleiche ist, dann löst eine Kernel-Panic aus und der Kernel hat damit wieder mal bewiesen, dass man ihn nicht ganz so leicht austricksen kann, wie man es am Anfang gedacht hat. Ein ähnliches Konzept gibt es übrigens auch im Heap genauso. Da wird es dann mit sogenannten Poisoning-Cookies gemacht oder mit Poisoning. Das ist am Ende dasselbe, da wird ein Wert in den Heap geschrieben, dann wird gecheckt, ob dieser Wert noch da ist, wenn er überschrieben wurde, Kernel-Panic. So zur groben Funktion von einem Stack-Cookie oder einem Heap-Cookie. Außerdem haben wir ein Read-Only Root-File-System. Das heißt, wir können nicht schreiben ins Filesystem. Wenn wir also einen erfolgreichen Jailbreak haben möchten, müssten wir das Root-System komplett remounten. Da gibt es aber seit iOS 7 auch einen Security-Check auf diesen Mount-Syscall, der verhindert, dass wir das Dateisystem komplett wieder als Read-Write einmounten. Das heißt, auch dafür müssen wir wieder den Kernel patchen. Dann gibt es noch die vorhin schon erwähnte Kernel-Address-Space-Separation. In einem normalen User-Mode-Task haben wir einmal die User-Task-Memory-Map und die Kernel-Map. Das heißt, der Kernel ist komplett mit in den User-Task-Adressbereich reingemappt. Im Kernel-Mode war das bis iOS 7, 8, glaube ich, auch so. Da hat man aber irgendwann gemerkt, dass wenn ich jetzt in der User-Task-Map oder im User-Mode schon einen schadhaften Code einfüge und dann über Return-Oriented Programming zum Beispiel eine Return-Adresse im Kernel überschreibe, die dann wieder auf diesen schadhaften Code zeigt, dann wird er trotzdem im User-Mode ausgeführt, aber mit Kernel-Privilegien. Das heißt,
Deswegen wird er jetzt einfach rausgemappt. Wir haben keinen User, wir haben keinen User Space mehr, der im Kernel Mode aufrufbar ist. Und ja, dereferenzieren von dem Pointer, der auf den User Space zeigt, löst auch einfach eine Kernel Panic aus. Dann haben wir jetzt dieses coole Mandatory Access Control Framework, MACF kurz. Das ist nicht von Apple entwickelt. Die erste Implementierung hat man in FreeBSD 6.0 gesehen. Es kommt aus dem BSD-Kontext und wurde von Apple nur leicht verändert und stellt aber trotzdem, dass die Grundsubstanz von allen Security-Checks in iOS und macOS dar. Das heißt, dieses MACF-Framework stellt bestimmte Callouts bereit. Und für diese Callouts kann man sich mit einer sogenannten MACF-Policy registrieren. Und diese Callouts gibt es für Syscalls, die gibt es für private Frameworks von Apple oder für Frameworks, die man aus dem User Space einfach aufrufen kann. Damit ich aber damit keine schadhaften Sachen dem Kernel oder sonst was zufüge, wird immer, wenn ich auch einen Syscall zum Beispiel aufrufe, Syscall ist ein ganz gutes Beispiel dafür, weil für alles, fast alle Syscalls wird diese MACF-Policy gebraucht. Wenn ich einen Syscall aufrufe, wird erstmal MACF gefragt, gibt es denn eine Policy, die sich dafür registriert hat und hat diese Policy eine Regel dafür? Das heißt, AMFI ist zum Beispiel so eine Policy, Apple Mobile File Integrity oder die Sandbox, die registrieren sich dann für bestimmte MACF-Callouts, zum Beispiel ist der Code gesigned oder darf ich diesen Syscall ausführen? Und wenn dann die Policy, die sich dafür registriert hat, sagt, nein, darfst du nicht ausführen, dann gibt es einfach einen Error zurück und es wird nicht ausgeführt. Das heißt, ja, das ist so ein bisschen das Interface, aber keine Logik. Das heißt, erst diese Policy-Modules, die sich für MACF registrieren können, haben dann die Logik drin. Das ist wirklich nur ein Interface, was diese Callouts ausgibt. Genau. Ja, ich weiß jetzt, ja, man sieht es doch. Das ist aus dem XNU-Kernel-Code. Das ist diese Policy Configuration Structure. Das ist sowieso fast alles in C geschrieben. Diese Policy braucht einen Namen. Label Namespaces ist relativ wichtig. Die bestimmen, welche Objekte auf diese Callouts zutreffen müssen. Und MPC Ops ist noch relativ wichtig. Das ist der Operation. Ui, das war kurz Ton weg. Ist der Operation Vector und da bestimmt man, welche Operationen von MACF überhaupt angesprochen werden sollen. Das heißt, hier haben wir diese Structure von den Policy Ops. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit AMFI mich registriere für Is Code Signing Valid oder sowas, dann weiß MACF, okay, da hat sich ein Policy-Module dafür registriert, dann muss ich das vorher fragen, ob das so okay ist, wie mich jemand aus dem User-Mode gerade gefragt hat, diesen Syscall oder diese Methode auszuführen. Code-Signing gibt es noch. Das validiert erstens mal die Herkunft des Codes mit einem Private Key, ganz einfach, und die Authentizität des Codes. Also wenn ich eine Binary einfach verändere, die signiert ist, dann wird die nicht ausgeführt, weil sie offensichtlich modifiziert wurde. Gibt es ja nicht nur in Apple, funktioniert genauso in Android, nur Apples Umsetzung ist noch ein bisschen anders. Wir haben noch eine Integration von Entitlements hier dabei. Entitlements für die Nicht-iOS-Leute gibt es auch in Android. Da kann man einfach bestimmen oder anfragen, ob ich bestimmte Funktionen nutzen darf. Zum Beispiel bei Android gibt es ein Kamera-Entitlement, darf ich die Kamera benutzen? Bei Apple gibt es Maps und ein paar exotischere Sachen, die uns aber nicht viel bringen, wenn wir wirklich schadhaften Code in das System schleusen wollen. Außerdem können nicht nur Binaries signiert werden, sondern auch ganz andere Ressourcen, wie zum Beispiel Property Lists oder NIBs. NIBs ist das Layout aus einem Xcode-Projekt. Da kannst du praktisch alles, was in diesem .app-Archiv drin ist, einmal signieren, sodass nicht nur Veränderungen an der Binary einen Error auslösen, sondern auch Veränderungen an der Property List oder
an einem NIB-File zum Beispiel, aber es gibt ja noch viel mehr Ressourcen in so einem .app-Directory. Ja, und das gewährleistet halt diese komplette Integrität über den Lebenszyklus einer Anwendung. Also wenn sie gestartet wird vom Launch-Daemon bis hin, dass sie gekillt wird vom Launch-Daemon. Launch-Daemon ist übrigens der wichtigste Daemon in iOS und deswegen auch oftmals Angriffsziel. Denn Launch-Daemon startet alles. Also er startet wirklich alles. Wenn das System hochgefahren ist, Launch-Daemon ist als erstes da, Launch-Daemon startet Springboard und so weiter. Launch-Daemon, alles läuft über Launch-Daemon. Kurz zwischendrin zum Mach-O, zum Mach-Object-Format, weil das gleich noch beim Code-Signing eine Rolle spielt. Das ist Apples Binary-Format. Gibt es genauso in Linux als 11. Ist übrigens nicht kompatibel zu 11. Und wurde damals noch unter Next Step eingeführt, also noch vor macOS, dem vor macOS X. Ja, und dann mit OS X gab es dann relativ viele Änderungen und mit iOS. Zum Beispiel gibt es Load Commands. Da kann man dann, gibt es hier zum Beispiel Symtables oder welcher Dynamic Linker benutzt werden soll. Wo ist der Einstiegspunkt der Executable? Und genau diesen Load Command gibt es auch fürs Code Signature Format. Und zwar heißt er dann LC Code Signature. Das ist dann so der Load Command einer Code Signatur. Und dort drin wird ein Code Signature Blob gespeichert. Und in diesem Blob sitzt ein Code Directory. Und das ist ziemlich spannend, weil dort drin praktisch die komplette Signatur eines Binary zu finden ist. Mittlerweile kann man das auch trennen voneinander vom Mach-O-File, also Mach-O. Binaries können getrennt von einem Code-Signature-Blob existieren. Da sitzt es dann irgendwo anders, hier in iOS 11 für deinstallierbare System-Apps. Dann hauen sie die Detached Code-Signatures einfach unter System-Library-App-Signatures. Aber wer sorgt denn dann für die Einhaltung von diesen Code-Signatures? Wir haben zwar welche, aber wenn wir niemanden hätten, der das enforcen würde, dann würden die halt einfach existieren in dieser Binary, aber niemand würde sagen, okay, die Signatur erscheint mir nicht so valide, führ es trotzdem aus, okay. Nee, da gibt es AMFI dafür, Apple Mobile File Integrity. Und da gibt es einmal eine Kernel-Extension dafür, diese Apple Mobile File Integrity.kext, die sorgt für die Einhaltung der Code-Signing-Regeln, schützt außerdem noch Mach-Ports. Mach-Ports sind so eine Form der Interprozesskommunikation. Vom Mach-Microkernel und In-Kernel-Entitlement-Support. Dann gibt es außerdem noch ein AMFI-Daemon, das ist dann die User-Space-Ebene dieses AMFIs und kommuniziert über den Mach-Special-Port Nummer 18, ist nicht ganz so wichtig, ist auch so ein IPC-Port, darüber kommunizieren bestimmte Tasks miteinander, aber Ports können in Mach auch Tasks sein, die können Threads sein, die können alles sein. Die kannst du auch hin und her umwandeln. Das kommt alles aus diesem Mach-Microkernel. Ist am Ende auch nur Shared Memory IPC. Die Logik dafür, für diesen AMFI-Daemon, stellt libmis.dilib zur Verfügung, also einfach eine Dynamic Library, also eine dynamische Klassenbibliothek, die zur Laufzeit geladen wird. Die ist außerdem auch zuständig für die Provisioning Profiles. In Apple hat man ja ein Developer-Zertifikat oder ein Enterprise-Zertifikat. Und wenn man so eins beantragt, kriegt man auch ein Provisioning Profile. In diesem Provisioning Profile stehen alle maximalen Entitlements, die ich überhaupt anfragen darf, ob ich die benutzen darf. Also das ist so das Maximallager von Entitlements, die ich als Developer anfragen darf. Die ist im Enterprise-Zertifikat ein bisschen länger, die Liste. Weil man dann auch auf andere Tasks zugreifen darf. Also man kann sich dann so eine kleine Prozessübersicht machen, aber nur im ganz kleinen Stil. Und AMFI registriert ja auch eine MacF-Policy. Also das ist eins von den vielen Kernel-Extensions, die sich für MacF, für dieses grundlegende Security-Framework registrieren. Und da hat sie sich für 12 MacF-Policy-Operations eingetragen. Und das sind die hier. Die wichtigsten da drin sind MPO vNode Check Signature und MPO Process Check Run Code Signature Invalid. Also das ist das sogenannte Enforcement des Code Signatures, also der Code Signatur, des Code Signatur Checks.
Und da es dieses Structure erstellt hat, hat sich es damit dafür registriert. MacF weiß, okay, ich muss, wenn ich wissen will, ob die Code Signature valide ist, muss ich erstmal bei AMFI anfragen. Das heißt, das ist ein riesiges Netzwerk von Kernel-Extensions und Kernel-Modulen, die da angefragt werden dafür. Ja, AMFI konnte man bis iOS 5 noch mit Boot-Argumenten deaktivieren. Also nächstes nur sind ein paar Boot-Argumente definiert, nicht nur ein paar, ziemlich viele. Da gab es zum Beispiel AMFI Allow Any Signature. Da konnte man einfach allen Signaturen vertrauen, egal von wem sie kommen. Oder CS Enforcement Disable Binaries mit fehlerhaften Signaturen wurden halt einfach geladen. Es war egal, du konntest die Binary komplett kaputt machen und man konnte es trotzdem nachladen. Und AMFI Get Out of My Way, das ist wirklich der Name dieses Boot-Arguments von Apple vergeben, deaktiviert AMFI komplett. Gab es aber nur bis iOS 5, weil ab iOS 5 lässt iBoot gar keine Boot-Argumente mehr zu. Allerdings, wenn man einen iBoot-Exploit hätte, könnte man das machen. Und den gab es natürlich auch nach iOS 5 noch, allerdings nicht so oft, denn es gibt Firmen, die bis zu 1,5 Millionen Dollar dafür bezahlen, für einen iBoot-Exploit. Dann gibt es noch etwas relativ Wichtiges und so der erste Angriffspunkt, wenn man Exploits für iOS schreibt, nämlich Sandboxing. Und die Sandbox funktioniert eigentlich nach einem relativ einfachen Prinzip, und zwar nach einem Pfad. Also Sandbox registriert auch ein MacF-Policy-Module, aber die Sandbox schaut am Ende bloß, bist du in diesem Pfad, nämlich die Applikation unter var mobile containers und die static data unter var containers. Und sobald du in diesem Containerpfad drin bist, ist die Sandbox aktiv. Und was macht die Sandbox? Die fängt einfach alles ab. Nicht ganz alles, aber fast alles. Auf jeden Fall System Calls, private Framework-Zugriffe, auch andere Frameworks, die öffentlich sind. Und sie lassen eigentlich nur harmlose API-Calls zu. Und dann gibt es extra noch Sandbox-Profile. Da kann man dann noch zusätzlich über bestimmte Operationen bestimmen, ob die erlaubt oder verboten sind. Bevor erstmal überhaupt so etwas an so etwas gedacht wird, nimmt man einfach die Standard-Policy. Also Sandbox nimmt natürlich die Standard-Policy, die auch hart kompiliert im Kernel liegt. Das ist aus der Dokumentation von Apple. So will Apple das sehen, wie es funktioniert. Wir haben einen Bundle-Container, einen Data-Container und einen iCloud-Container. Da weiß jeder App-Entwickler das, was er wissen sollte. Seit iOS 8 gibt es dieses Container-Konzept und unter iOS 10 wurden die App-Static-Data, also Ressourcen, die statisch sind, nach var-Containers verschoben. Da ist also nicht mehr dieses Mobile davor. Mobile ist der Standard-User, mit dem alles ausgeführt wird, UID 501. Ist jetzt nicht mehr unter diesem Pfad von Mobile. Und da hat man in der InfoSec-Szene vermutet, dass das eine Vorbereitung von Apple auf eine Mehrbenutzerfähigkeit von iOS ist. Also dass man irgendwann mal sich mit mehreren Benutzern anmelden kann in einer zukünftigen iOS-Version. Ja, das wird so ein bisschen gemunkelt. Man weiß nicht, ob das stimmt, aber könnte natürlich sein. Diese Sandbox hat natürlich auch wieder einen User-Space-Daemon, der heißt Container-Manager-Daemon. Damals gab es noch einen Sandbox-Daemon, den hat man dann mit iOS komplett abgeschafft. Den gibt es aber noch auf macOS. Das ist in macOS der User-Space-Daemon von der Sandbox. Ja, Teil des privaten Mobile-Container-Frameworks, kommuniziert mit anderen User-Mode-Daemons wieder über einen XPC-Port oder mit dem Kernel-Mode über einen Mach-Special-Port. Das möchte ich bloß ganz kurz anreißen. Das ist die Data Protection. Es gibt eine File-Level-Encryption. Also man kann unter iOS bestimmte einzelne Dateien verschlüsseln. Das macht das System auch. Es gibt Keybacks. Da werden private Keys gespeichert. Es gibt eine Keystored Kext. Das ist die den Keychain verwaltet, also die Kernel-Extension, die den Keychain, die Funktionalität gibt, die er hat. Wir können ja, wenn wir irgendwo Passwörter eingeben in macOS, fragt man ja hier, kann ich das in Keychain speichern. Gibt es in iOS auch,
wird natürlich nicht gefragt, das passiert alles im Hintergrund. Und es gibt auf den neueren iOS-Geräten einen Secure Enclave Processor. Und dieser Secure Enclave Processor, der wird relativ gut geschützt von Apple, ist vor allem für Touch-ID und jetzt auch für Face-ID zuständig. Das heißt, alles, was mit irgendwelchen super privaten Daten, nämlich Fingerabdrücken und irgendwie, wie kann ich aufs System zugreifen, wird da drin gespeichert, auch private Keys und ja. Kommen wir jetzt zum spaßigen Teil, dem Jailbreaken. Für einen Jailbreak, oder ich erkläre am besten nochmal kurz, was ein Jailbreak ist, da gehen die Verständnisse auch weit auseinander vom normalen Jailbreak-Nutzer, der sagt, okay, ich brauche Cydia, dann ist es ein Jailbreak. Cydia ist so ein alternativer App-Store, der mit den meisten Jailbreaks installiert wird, wo man dann über ein apt-get Sachen installieren kann, wie so ein grafisches Interface für apt einfach nur. Für mich ist ein Jailbreak dann schon ein Jailbreak, wenn wir Root-Zugriff haben, keine Sandbox mehr, überall Code ausführen können. Reicht mir als Definition für ein Jailbreak. Reicht auch den meisten, die in der InfoSec-Szene unterwegs sind. Für einen Jailbreak werden erstmal mehrere Exploits benötigt. Das heißt, es reicht nicht, wenn wir nur einen Exploit haben, weil wenn wir nur aus der Sandbox ausbrechen können zum Beispiel, können wir noch lange nicht irgendwie einfach Binaries ausführen, weil da ist ja immer noch AMFI aktiv. Also es gibt ja ganz viele, diese ganzen Sicherheitsmechanismen, die ich vorhin gerade genannt habe, die müssen fast alle erstmal ausgeschaltet werden oder umgangen werden. Und es gibt dafür mehrere Attack Vectors, einmal aus dem Userland heraus, zum Beispiel über eine App, die mit einem Developer-Zertifikat signiert ist, greift dann auf private Keks, auf private Frameworks von Apple zu, wo irgendwo ein Bug drin ist. Man muss natürlich vorher immer einen Bug haben. Also ansonsten bringt einem auch der Attack Vector Userland oder libimobile-Device nichts. Und libimobile-Device ist ein privates Framework von Apple, was von iTunes benutzt wird, um das Gerät zum Beispiel einfach hier, ist per USB angesteckt und über den Lightning-Adapter verbunden, wenn ich jetzt in iTunes den Backup-Modus starte, dann benutzt er dieses private libimobile-Device-Framework, um das Gerät in den DFU-Mode zu bringen. Und damals, in der schönen alten Zeit, als es noch iBoot-Exploits gab, hat man das benutzt, vor allem eine nachgeschriebene Bibliothek von diesem libimobile-Device, die ist auch Open Source, wenn das jemand interessiert, auf GitHub, mit der man einfach über 2-3 Codezeilen das Gerät in den DFU-Mode bringen konnte, einen Payload aufs Gerät bringen konnte und dort Shellcode ausführen. Fertig, Exploit. Also vorausgesetzt immer, dass es einen Exploit gibt an der Stelle. Ja, die wichtigsten Kernel-Security-Features werden natürlich mit Kernel-Exploits deaktiviert oder mit Kernel-Patches, aber dafür muss man ja erstmal einen Exploit haben. Und das Root-File-System wird natürlich noch als writable gemountet, das haben wir ja vorhin schon gehabt. Jetzt gehen wir mal kurz durch, wie denn so ein Jailbreak überhaupt entsteht oder wie der Prozess eines Jailbreaks aussieht. Als erstes müssen wir irgendwie unsignierten Code ausführen oder auch signierten, je nachdem. Und da stellt sich erstmal die Frage, wie bekommen wir den Code überhaupt aufs Gerät? Da gibt es die Loader, die wurden vor allem bei den früheren Jailbreaks benutzt. Da wurde dann dieses libimobile-Device verwendet, Gerät in den DFU-Mode mit vorausgesetztem iBoot-Exploit oder einem sehr tiefgelegenen Exploit. Dann gab es die System-Apps, die wurden vor allem relativ bekanntes Pegasus, weiß nicht, ob das jemandem was sagt, der Pegasus-Exploit, der Pegasus-Spyware, das war ein Bug in WebKit. Pegasus schauen wir uns gleich nochmal kurz an. War ein Bug in WebKit und die haben auch diese System-App, nämlich den Safari Mobile Browser benutzt, um Code aufs Gerät zu bekommen und den auszuführen. Und dann gibt es natürlich noch die Entwickler-Apps, die heutzutage eher benutzt werden. Kann sich ja jeder, auch ohne 100 Euro im Jahr zu bezahlen, für 7 Tage seine App signieren, um irgendwelche Test-Apps aufs Gerät zu bekommen. Das ist ja relativ einfach. Das umgeht dann auch direkt das Problem mit Code-Signing, denn wir haben ein Developer-Zertifikat oder ein Enterprise-Zertifikat. Oder wir haben nichts davon. Wir wollen, dass der User nichts davon mitbekommt, zum Beispiel bei Malware. Da möchte ich ja nicht unbedingt, dass der User noch irgendwelche Aktionen dafür ausführen muss. Und da gibt es noch die Möglichkeit eines ROP-Payloads, also eines Return-Oriented Programming.
da überschreibt man praktisch einfach nur die Return-Adressen und pointet oder zeigt dann auf einen bösartigen Code, der dann ausgeführt wird. Dann als nächstes sollten wir unbedingt aus der Sandbox ausbrechen, denn die Sandbox lehnt unsere Syscalls ab. Das heißt, wenn wir irgendwo drauf zugreifen müssen, was von der Sandbox geblockt wird, irgendwelche Frameworks, dann müssen wir die erstmal aushebeln. Oder wir machen es ganz anders und wir benutzen einfach ein Framework, was einen Exploit hat, das auch in der Sandbox benutzbar ist. Zum Beispiel IOKit. Das wurde auch in den letzten Jailbreaks extensiv genutzt. Dann sind wir trotzdem noch mobile. Also unser Code läuft trotzdem noch unter dem Mobile-User, UID 501. Brauchen also irgendwie Root Access. Also unsere UID sollte 0 sein. Und das kann man auch wieder machen, indem man irgendwie einen Root-Own-Process hat. Also zum Beispiel Launch-Daemon. Ist vielleicht für den Anfang keine gute Idee, aber dessen Programmfluss kann man dann auch mit einem Rob-Payload wieder verändern oder einem sonstigen Exploit, sofern existiert. Oder man hat einen Set-Re-UID-Patch, weil Set-Re-UID gibt es auch in Linux und in anderen Distributionen. Mit diesem Call kann man ganz einfach sich selbst zu einem Root-Prozess machen. Also du kannst dem eine UID geben und eine Process-ID und dann, sofern du die Berechtigung dazu hast, kann man das natürlich, bekommt man dann auch diese UID. Das müssen wir aber patchen vorher, weil sonst ignoriert das Ding uns komplett oder gibt uns einen Error zurück, weil wir natürlich nicht die Rechte haben, als Mobile-User einfach mal anzufragen, okay, könnte ich denn bitte root werden? Und die Königsdisziplin oder das, was am Ende auf jeden Fall gemacht werden muss, um irgendwie Persistenz zu erreichen von so einem Jailbreak, das Lesen und Schreiben von Kernelspeicher. Aber wir wären dann zwar root, aber das bringt uns trotzdem nichts, weil der Kernel läuft, hat noch so eine eigene Security-Boundary außenrum. Da bringt uns auch root nichts, denn das ist ein Kernel-Task, das ist Process-ID 0 übrigens. Und dafür muss man natürlich erstmal KSLR aushebeln, zum Beispiel wie mit dem Info-Leak, den ich vorhin gezeigt habe. Weil ansonsten, wenn wir den Pointer dereferenzieren, löst das mal wieder eine Kernel-Panic aus, der da drauf zeigt. Ja, das sollten wir unbedingt machen. Und zwar gibt es verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Patches, die wir auf den Kernel anwenden können. Es gab mal die Syscontrol-Patches, mit denen konnte man einfach die kompletten MACF-Policies deaktivieren, also AMFI-Sandbox. Funktioniert jetzt leider nicht mehr. Aber ich wollte es trotzdem nochmal erwähnen, weil es eine sehr einfache Möglichkeit war, einfach alles zu deaktivieren. Dann der Set-Re-UID-Patch. Ist nötig, damit wir Root-Rechte bekommen, wenn wir das patchen. Die Entscheidung, ob die neue UID gesetzt wird, besteht nur aus einem einzelnen If-Statement. Und zwar dieses riesen If-Statement hier. Aber es ist nur eins. Das heißt, wenn wir dieses If-Statement einfach mit einem NOP überschreiben, also einem Assembler-Befehl, der No Operation heißt, dann wird er einfach umgangen und wir kommen zum Else und Else wird ausgeführt und Else heißt, okay, ja, okay, hier deine neue UID. Das verwenden auch sehr viele Apps, um zu prüfen, ob das System gejailbreakt ist. Manche verweigern dann die Nutzung komplett oder wie die Sparkasse sagt uns dann, hier, dein Gerät ist jailbroken, solltest du vielleicht nicht verwenden. Und warum man das nicht verwenden sollte, okay, das sehen wir hier. Und zwar Pegasus ist ein gutes Beispiel dafür. Er verwendet Jailbreak-Methoden, um eine Spyware zu installieren. 2016, ein Menschenrechtsaktivist bekommt eine SMS mit einem Hyperlink drin, hat natürlich ein iPhone, macht die auf. Der geht in den Mobile Safari Browser und dann konnte man auf einmal GPS-Daten, sein Mikrofon abhören, die Kamera mit anschauen, Chatverläufe lesen. Da hat man in diesem Ding auch noch WhatsApp-Exploits aufgedeckt, weil es war ja nicht genug, dass man einen Trident-Exploit hatte, also drei Exploits in einem, drei relativ schlimme Exploits in einem. Und das Canadian Citizen Lab hat sich das dann mal angeschaut und hat dieses Ding und diesen Hyperlink untersucht und hat dabei drei Zero-Day-Exploits gefunden. Also ein Zero-Day-Exploit ist noch eine unbekannte Sicherheitslücke, bis jetzt unbekannt. Wenn sie veröffentlicht wird, ist es ein Zero-Day, wenn es der erste ist.
dieser Pegasus-Exploit war auch von der Ferne steuerbar. Es ist dann irgendwie rausgekommen, dass das irgendeine israelische Sicherheitsfirma war, aber da möchte ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Das heißt, man sieht auch, dass Jailbreaks irgendwie in die andere Richtung eingesetzt werden können. Und das ist so ein bisschen die Gefahr dabei. Zum Beispiel bei dem Set-UID-Patch, wenn wir den nach unserem Jailbreak-Vorgang nicht wieder rückgängig machen, kann einfach jede App, jeder Code dieses Set-UID aufrufen und sich selbst zu root machen. Also auch in der Sandbox. Das funktioniert auch in der Sandbox. Das ist nochmal so kurz der Ablauf von dem Pegasus-Exploit. Das heißt, das Opfer bekommt einen Weblink zugesendet, öffnet den in Mobile Safari. Der erste Bug in dieser Phase 1 war in WebKit, genauer gesagt in der JavaScript Core in WebKit. Und die hat uns einfach nativen Code ausführen lassen. Das heißt, damit haben wir dann, hat Pegasus dann Phase 2 geladen. Dort wurde ein anderer Payload heruntergeladen und auch ausgeführt. Der hat dann den Kernel-Stack geleakt, hat damit KSLR umgangen und direkt im Anschluss den Kernel gepatcht. Also Amphi ausgemacht, TFP0 bekommen, Task4Pit0. Dann Phase 3 ging direkt daraufhin los und hat sich ein TAR-Archiv runtergeladen mit einem Payload drin, der dann für die nötige Persistenz gesorgt hat. Das heißt, dass wir das auch nach dem Neustarten des Geräts nicht vergessen werden, dass wir von einer israelischen Sicherheitsfirma beobachtet werden. Das Ganze hat es dann nach Private War Root Test App ausgepackt und ausgeführt, sodass man da auch nie drauf gekommen wäre. Jetzt habe ich hier noch kurz was übersprungen, nämlich Cydia. Das ist dieser alternative App Store für Geräte, die gejailbreakt wurden. Wurde von Saurik entwickelt, so eine Größe in der Apple InfoSec-Szene. Benutzt, wie schon vorhin gesagt, das Apt-System für die Paketverwaltung, also so ein Frontend für Apt. Trotzdem, wenn Cydia installiert ist, sind meistens die nötigen Binaries auch in den richtigen Pfaden, dass wir über einen SSH-Zugang irgendwie apt-get ausführen können und uns runterladen können, was wir wollen. Funktioniert dann mit ganz normalen Debian-Packages. Und das ist so ein bisschen der Zugang zum normalen User eines Jailbreaks. Da geht es oftmals in der InfoSec-Szene hin und her. Und ja, das ist kein Jailbreak für mich, weil da ist kein Cydia, was installiert wird. Ich habe hier ein Gerät, da ist iOS 11 drauf. 11.03 genauer gesagt. Der Exploit, der hier verwendet wurde, funktioniert aber auch bis 11.1.2. Jetzt sind wir gerade irgendwo bei 11.2.1, also schon zwei Versionen wieder, wo das gepatcht wurde. Da kann ich euch kurz noch was zeigen. Und zwar habe ich hier einfach ein... Sieht man es? Ja. Ich mache es einfach mal ganz groß. Das ist iTunes, ja. So. Ja, ich denke, so passt. Das ist einfach eine SSH-Verbindung auf dieses Telefon, was natürlich ohne einen Jailbreak nicht möglich ist, denn ich weiß nicht, ob es schon mal jemand versucht hat, einfach mal eine SSH-Verbindung zu dem mit der IP und root at IP auszuführen. Geht leider nicht, wird natürlich geblockt. Erstens, weil es keinen SSH-Client gibt auf einem iPhone, was keinen Jailbreak hat. Dafür muss nämlich bei dem Jailbreak auch noch Dropbear, was meistens für Dropbear installiert ist. Das ist ein SSH-Server, über den ich dann erstmal per SSH zugreifen kann. Und jetzt habe ich, hier eine einfache Kommandozeile, bin per SSH drauf, kann mir jetzt zum Beispiel mal ein UNameAll geben. Aha. Das zeigt uns an, wir haben ein Darwin-System, iPhone 5S, die 17 ist die Kernel-Version von Darwin, sind root und das ist noch unsere Kernel-Version. Das ist ein ARM64-Prozessor, hier der genaue. iPhone 6,2, das ist die Version des iPhones. Passt natürlich nie mit den wirklichen Namen des iPhones zusammen, weil das einfach nur die interne Versionierung ist. Wer auch einen Jailbreak haben möchte, einfach zum Rumprobieren. Da ist kein Cydia drauf. Wurde von Jonathan Levin gemacht. Jetzt ist zu den Weihnachtsfeiertagen, glaube ich, rausgekommen. Heißt Liber iOS, also einfach hier Liber iOS.
So. Einfach googeln, wenn da jemand rumprobieren möchte. Sandbox ist ausgeschalten. Wie gesagt, wir haben Zugriff per SSH aufs System. Root-Passwort ist Alpine. Das ist der erste Codename von Apples iOS 1. So, dann habe ich hier noch, was zu den Code-Signaturen. Gibt es auch ein cooles Tool von Jonathan Levin. Damit kann man sich die Code-Signaturen von dem Macro-Binary anschauen. Das hier ist das komplette Macro-Binary. Und hier sehen wir auch schon diese LC, diese Load-Commands. Zum Beispiel Main, hier ist der Entry-Point davon. Das ist jetzt übrigens die LS-Binary. Und hier haben wir diesen LC-Code-Signature. Da ist dieser Blob und da ist die komplette Code-Signature drin. Und auch noch ein cooles Tool ist Joker, auch von Jonathan Levin. Damit kann man einen Kernel-Cache, der seit iOS 10 nicht mehr verschlüsselt ist, sich einfach mal alle Kexts ausgeben lassen, also alle Kernel-Extensions, die in diesem Kernel-Cache drin sind. Das ist jetzt hier 11.0.3. Da sieht man dann so interessante Sachen wie BSD-Kernel-Pseudo-Kextension oder die IOStream-Audio-Family. Einfach ein bisschen rumprobieren. Ja. Und jetzt zum Ende. Gibt es noch Fragen? Haben wir ein Mikro? Ja. Hallo? Ja, funktioniert. Was ich noch wissen würde gerne, ist das Patchen von irgendwelchen Syscalls. Wie passiert denn das? Also am Anfang wird wahrscheinlich das Syscall überhaupt in den Arbeitsspeicher geladen und dann muss man das irgendwie im Arbeitsspeicher patchen. Oder wie kann man das verstehen? Die Syscalls an sich zu patchen, ist seit iOS 9 oder 10 noch schwieriger geworden. Da haben sie es nämlich in das Constant-Segment geladen von der Macro-Binary. Aber im Prinzip laden wir einfach die komplette Binary und patchen die dann an der Adresse. Also man muss sie schon aus dem Arbeitsspeicher laden. Ich weiß nicht genau, ob es auch an der Adresse direkt gepatcht werden kann, aber im Prinzip... Also das heißt, wir sagen, okay, das Stück an Bytes lädst du jetzt oder überschreibst du einfach im Arbeitsspeicher an der Adresse und dann das und dann kannst du ja quasi die Funktion ausführen mit dem gepatchten Sachen. Okay. Also solange du die Adresse hast und solange alle anderen Sicherheitsfunktionen ausgehebelt sind, kannst du patchen, was du willst im Kernel. Okay, danke. Weitere Fragen? Ja. Einen Moment bitte. Warte, kommt gleich noch ein Mikro. Super. Ja, vielen Dank. Auch erst nochmal vielen Dank an dich. Danke. Super interessanter Vortrag, auch wenn ich wahnsinnig viel nicht verstanden habe. Nochmal auf ein Beispiel, das du schon genannt hast, zurückzukommen. Zum einen ist ja das Thema mit den Sandboxes, wo sich normale kommerzielle Applikationen bewegen und dann eben auch die Hardware-Devices, die sich ja an anderer Stelle befinden bei iOS. Nehmen wir mal dieses Beispiel, das du genannt hast, Kamera. Mhm. Inwieweit kann denn eine Applikation in einer Sandbox mit der Hardware-Device, die außerhalb der Sandbox kommunizieren? Ich sage mal ganz fein abgestimmt, gar nicht beschränkt, kann sie Metadaten erkennen, kann sie es nutzen, unterbinden. Was können die zwei? Also bei dem Beispiel Kamera, erstens mal brauchst du wahrscheinlich ein Entitlement dafür. Bin jetzt nicht so tief in der iOS-App-Entwicklung an sich drin, aber man braucht sicher ein Entitlement dafür. Und dann gibt es eigentlich für alle Funktionen, die eine App nutzen darf, was ja auch von Apple dokumentiert ist, in diesem strengen Rahmen agiert, gibt es wahrscheinlich ein Framework dafür, was dann einen Zugriff darauf gewährleistet. Aber hardware-seitig wird das sicher alles abstrahiert über verschiedene Kernel-Extensions, die für die Hardware zuständig sind. Also der Kernel verwaltet ja sowieso alles, was Hardware ist, mappt er in den Adressbereich rein und verwaltet das dann unter sich. Und wenn dann eine nächsthöhere API ankommt, wird die sicher einfach eine Abstraktion dazu darstellen, natürlich mit verminderten Argumenten, um nicht auf alles zugreifen zu können. Aber ich gehe mal davon aus, dass das über
eine API funktioniert, die ein ganz normaler iOS-Entwickler benutzen kann, darf. Entitlement ist nochmal was? Entitlements sind die Berechtigungen, die ich anfragen muss, wenn ich eine App entwickle und die in den App Store soll, auf einem Gerät ausgeführt werden soll. Dann muss ich für bestimmte Funktionen, für bestimmte APIs benutzen zu dürfen, Entitlements da reinschreiben in dieses Entitlement-File, beziehungsweise in der Property-List dann. Bei Android gibt es das zum Beispiel für die Kamera, da weiß ich es auf jeden Fall, dass es das für die Kamera gibt. Da muss ich fragen, okay, darf ich die Kamera benutzen? Dann fragt es das System, darf ich die Kamera benutzen? Geht auch so ein kleines Pop-up auf, gibt es auch bei iOS. Hier diese App versucht auf die Kamera zuzugreifen oder ja, ich glaube, auf deine privaten Bilder kommt da so eine kleine Meldung. Also diese Hardware-Abstraktionen werden schon sicher sein. Die kann man aber auch im XMU-Kernel anschauen. Also die unterste Ebene der Abstraktion. Okay. Sonst noch Fragen? Gut. Ansonsten, dann gibt es jetzt im Anschluss noch Getränke und Snacks. Und wer noch Fragen hat, ich bin jetzt auch noch ein bisschen hier, dann danke euch.